Hier geht es eigentlich um den Mittelstand, aber am Rande geht es auch um den Umgang mit dem Coronavirus. Aus Ihrer Sicht, ist das eher ein philosophisches oder ein praktisches Problem oder sogar beides? Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, philosophisches Problem, aber man kann das Interessantes daraus lernen. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ich meine, wir brauchen im Zuge der ökologischen Umwandlung unserer Wirtschaft, unserem sozusagen fundamentalen Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit, sicherlich einen Staat, der verbietet, der einschreitet, der klare Grenzen setzt, der kontingentiert. Und die Leute sind offensichtlich, das sagen jedenfalls die Liberalen und viele andere auch, nicht bereit dazu. Jetzt kommt etwas vergleichsweise Harmloses, ja, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe mit einer Mortalitätsrate von 0,3% der Betroffenen. Und auf einmal ist alles anders. Der Staat greift ein, setzt unter Quarantäne, Verordnungen gibt es, Veranstaltungen werden abgesagt, die Leute fliegen weniger. Plötzlich ist alles möglich, obwohl es sich um eine sehr kleine Bedrohung handelt. Aber angesichts der ganz großen Menschheitsbedrohung scheint das alles nicht möglich zu sein. Das weckt den Sinn für das Nachdenken. Spielen die Medien die Rolle, die sie spielen sollten, aus Ihrer Sicht? Ach, ich verfolge ja nicht alle Medien, aber ich muss sagen, ich finde insgesamt die Medienberichterstattung in Ordnung. Ich finde auch die Reaktion der Politik in Ordnung. Ich finde das, was der Gesundheitsminister macht, gut und richtig. Und die Medien, die ich gebrauche, die bemühen sich, nicht Katastrophismus auszulösen, sondern sachlich zu informieren. Und insofern würde ich jetzt den Medien nicht pauschal ein schlechtes Zeugnis ausstellen.